Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Eine Herzschwäche ist ja an sich schon eine ernste Sache. Aber wenn dann noch Vorhofflimmern dazukommt, dann kann dies womöglich in einen tödlichen Schlaganfall münden. Aber dieses Vorhofflimmern, das ist die gute Nachricht, kann man beseitigen. Und wie das geht, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Oliver Gunkel. Er ist Chefarzt der Abteilung Innere Medizin 1, Kardiologie, Pneumologie, Stoffwechselerkrankungen am Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Gunkel. Sagen wir bitte, was hat eine Herzschwäche mit Vorhofflimmern zu tun? Die Verbindung von Herzschwäche mit Vorhofflimmern ist vielfältig. Vorhofflimmern kann die Ursache sein von Herzschwäche. Herzschwäche wiederum kann die Ursache von Vorhofflimmern sein. Wir wissen, dass etwa ein Viertel der Patienten, die eine Herzinsuffizienz, also eine Herzschwäche haben oder erleiden, auch Vorhofflimmern haben. Und umgekehrt sind die Zahlenverhältnisse ähnlich. Also viele Patienten mit Herz, mit Vorhofflimmern entwickeln auch eine Herzinsuffizienz. Die kausalen Zusammenhänge sind dabei sehr unterschiedlich. Also es kann durchaus sein, dass die Herzinsuffizienz Ursache des Vorhofflimmerns ist. Und andersrum kann es sein, dass das Vorhofflimmern Ursache der Herzinsuffizienz ist. Die Herzinsuffizienz an sich ist keine eigenständige Erkrankung, sondern sie ist der gewissermaßen Endzustand oder die chronische Verlaufsform einer organischen Herzerkrankung oder eben einer Herzrhythmusstörung. Und da vermischen sich die beiden Krankheitsbilder und haben gewissermaßen eine Schnittmenge. Ja. Also Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern sind eng miteinander verflochten und können sich gegenseitig bedingen. Genau. Das eine eben eine schwächere Pumpleistung des Herzens. Genau. Beim Vorhofflimmern ist es ja eher eine, wie soll ich sagen, also dass der Herzschlag ist sozusagen aus dem Rhythmus, damit wird überhaupt nichts mehr gepumpt. Was aber, glaube ich, gar nicht so sehr die Gefahr ist, die am Ende zu einem Schlaganfall führen könnte, oder? Die Einschränkung der Pumpleistung durch das Vorhofflimmern, die ist relativ gering. Man kann davon ausgehen, dass etwa 20% oder 25% weniger Blut gefördert wird, wenn der normale Rhythmus, der Sinusrhythmus, wie wir dazu sagen, in Vorhofflimmern übergeht. Das kann natürlich, wenn gleichzeitig eine Herzschwäche vorliegt, kann das schon entscheidend sein. Das kann den Patienten sozusagen vom stabilen Zustand in den instabilen, in den akut kranken Zustand sozusagen bringen. Mhm. Das ist schon richtig. Aber das Vorhofflimmern an sich kann auch wirklich so unbemerkt verlaufen, dass es zu keinerlei Symptomen führt. Es kann sein, dass es gar nicht zu Atemnot führt, gar nicht zu Herzrasen oder zu Herzklopfen und überhaupt nicht bemerkt wird, sondern im Laufe der Jahre einfach durch seine Auswirkungen auf das Herz dann zur Herzschwäche führt, ohne dass es akut bemerkt wird oder überhaupt Symptome macht beim Patienten. Ja, genau, man würde ja eigentlich sagen, nur wenn etwas Symptome macht, dann würde man es auch behandeln oder operieren zumindest. Jetzt aber in dem Fall, in dem schon eine Herzschwäche existiert, hat man diese Symptome gar nicht, also dieses Herzflattern, dieses Gefühl, dass das Herz unregelmäßig auch schlägt zum Beispiel. Und trotzdem sagen Sie, man sollte operieren? Man sollte mit dem Patienten gemeinsam überlegen und auch für sich sozusagen klar werden als Arzt, inwieweit kann ich durch eine Behandlung des Vorhofflimmerns, eine kurative Behandlung, also Überführung in den normalen Rhythmus, die Herzschwäche lindern oder sogar beseitigen. Mhm. Das ist die zentrale Frage bei den Patienten, mit denen wir zu tun haben, die mit Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern zu uns kommen. Und wenn Behandler, also Arzt, Elektrophysiologe und Patient sich einig sind, dass der Versuch unternommen werden soll, die Herzschwäche durch eine Behandlung des Vorhofflimmerns zu bessern, dann wird man darüber sprechen müssen, eben diese Katheterbehandlung, die Ablation, wie wir dazu sagen, von Vorhofflimmern bei diesem Patienten auch anzuwenden. Ja, genau. Das ist jetzt eine spannende Frage. Also wenn Sie festgestellt haben, es wird dem Patienten helfen, wenn Sie einen Eingriff vornehmen, welche Möglichkeiten haben Sie denn dann, bei einem Patienten mit Herzschwäche das Vorhofflimmern abzustellen? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es erstmal sozusagen als Überblick? Also wir neigen dazu, dann nicht sofort die Katheterablation durchzuführen, sondern wir haben, oder Teil der Strategie ist oft, dass man eine Phase der medikamentösen Rhythmuskontrolle, wie wir dazu sagen, durchführt.
Das heißt, man würde zum Beispiel erstmal das Vorhofflimmern durch eine Kardioversion, durch einen Elektroschock in den normalen Rhythmus, in den Sinusrhythmus überführen, mit Medikamenten stabilisieren. Es gibt nicht viele Medikamente, die da in Frage kommen. Das ist im Wesentlichen das Amiodaron. Viele Betroffene kennen den Namen dieses Medikaments. Und dann wird man schauen, ob sich damit der Rhythmus so lange normal halten lässt, dass man beurteilen kann, dass die Herzinsuffizienz gelindert wird oder sogar wirklich deutlich gebessert wird. Mhm. Und wenn man damit zu dem Schluss kommt, dass es wirklich hilft, durchgreifend hilft, dann wird man dem Patienten die Katheterablation anbieten. Selten ist es so, dass man wirklich als ersten Schritt diese Katheterablation wählt. Die Situationen gibt es, wenn wir überzeugt sind, dass keine andere organische Erkrankung zur Herzinsuffizienz geführt hat, sondern wirklich das Vorhofflimmern Ursache ist, dann und das Medikament auch nicht vertragen wird oder der Patient es eben nicht wünscht, dann sagen wir gehen tatsächlich als ersten Schritt auch diese Katheterablation an. Und könnten Sie uns beschreiben, wie das funktioniert? Die Katheterablation ist ein relativ komplexer Eingriff, der auch mehrere Stunden dauert in der Regel, den wir in einem Katheter-Setting durchführen, Katheterlabor, quasi eine Art ja, OP-Tisch mit einer Röntgenanlage. Auf diesem OP-Tisch wird der Patient steril abgedeckt. Es werden die beiden Leistenarterien bzw. Venen punktiert. Die Katheter werden von der Leiste aus ins Herz vorgeführt. Und im Herzen selbst werden wir mit den Kathetern dann verschiedene Messungen machen und vor allem auch die Anatomie des Herzens aufnehmen, so sagen wir dazu. Das heißt, der Katheter fährt im Prinzip die Innenhaut der Herzhöhlen ab und mit dem Computer erstellen wir dann ein dreidimensionales rekonstruiertes Bild oder Modell dieses Herzens, dieses individuellen Herzens. Und gleichzeitig können wir damit dann auch farblich sichtbar machen, die Rhythmusstörungen, die elektrischen Eigenschaften des Gewebes. Also eine hochkomplexe Prozedur. Mhm. Nachdem wir die dreidimensionale Anatomie aufgenommen haben, werden wir dann mit dem Katheter in der Regel Punkt für Punkt Verödungen durchführen, um die Lungenvenen des linken Vorhofs oder die im linken Vorhof münden und damit dann dieses Vorhofflimmern versuchen zu kontrollieren und zu beseitigen. Vielleicht sollte man an der Stelle noch einmal erklären, wie das mit diesem Vorhofflimmern eigentlich funktioniert. Also denn das heißt ja im Grunde, also dieser Sinus, dieser eigentliche Herzschlag, wird irritiert durch Fehlleitung von Strömen, von elektrischen Strömen sozusagen im Herzen, um es mal als Laie so auszudrücken. Und dadurch, dass Sie Strom an einige Stellen setzen, passiert was? Dadurch wird eine Narbe gesetzt, ne? Es wird eine Narbe gesetzt und das Ziel ist, diese Narbe so zu formen oder so auszudehnen, auszuziehen, dass diese Narbe die Lungenvenen, aus denen die diese Fehlzündungen sozusagen kommen, diese Lungenvenen sollen isoliert werden, elektrisch isoliert werden. Und diese Narben bilden einen Kreis um die Mündung dieser Lungenvenen. Also wir setzen zwei Kreise, die jeweils zwei Lungenvenen isolieren. Und damit haben wir in weit über 90% dann tatsächlich auch eine Isolation dieser Lungenvenen in der ersten Prozedur auch erreicht. Setzen Sie die mit Hilfe von Hitze oder mit Hilfe von Kälte oder wie funktioniert das? Beides ist prinzipiell möglich. Also Hitze ist das, was wir seit zwei Jahrzehnten circa standardmäßig tun. Wir erzeugen Hitze, indem wir einen hochfrequenten Wechselstrom über den Katheter an die Herzwand geben. Die Herzwand heizt sich dann punktuell auf. Das ist ein Volumen von wenigen Millimetern Durchmesser, diese Stelle. Und die heizt sich dann so weit auf bis 60, 70 Grad, dass das Gewebe seine elektrischen Eigenschaften verliert. Und es wird in eine Narbe umgewandelt. Und wenn man diese Punkte dann sozusagen nebeneinander setzt und eine Linie daraus formt, die sich um diese Lungenvenenmündung zieht, dann können wir eine solche Isolation erreichen. Wie lange dauert das? Das kann dauern zweieinhalb Stunden. Das ist so standardmäßig mittlerweile die Dauer dieser Prozedur, wenn wir das Punkt für Punkt machen. Ja, also wenn man das jetzt rund um diese Lungenvenen herum macht, wenn dann von dort sozusagen die Störungen gekommen sind, heißt das dann, dass danach, nach diesem Eingriff, dass das Herz
kein Vorhofflimmern mehr erzeugen kann? Ist das dann einfach weg? Das ist unser Ziel, das ist richtig, so sollte es sein. Wir haben mit mehreren Problemen zu kämpfen, auch heute noch. Die Methode ist ja nicht so alt, sie ist jetzt 20 Jahre alt. Vor 21 Jahren ist der entscheidende Artikel damals veröffentlicht worden, der das bekannt gemacht hat. Nein, die Probleme, mit denen wir zu tun haben, ist, dass diese Punkt-für-Punkt-Kreation dieser Linien nicht hundertprozentig dicht ist. Ja, wir haben das Problem, dass diese Linien nach Wochen oder nach Monaten wieder Lücken aufweisen, weil das eben eine nicht perfekte Methode ist und dann durch diese Lücken auch wieder diese Impulse eben auf den Vorhof geleitet werden können. Mhm. Das ist das eine. Das andere Problem ist, dass diese Lungenvenen nicht immer nur der Auslöser sind, sondern wir haben oft die Situation, dass auch außerhalb der Lungenvenen sich im Laufe der Zeit bei individuellen Patienten Vorhofflimmerquellen sozusagen etabliert haben. Ja. Das hat viele verschiedene Gründe. Das kann sein, dass das von Anfang an so war, dass ein Patient diese Quelle außerhalb der Lungenvene hat. Das ist selten. Mhm. Oder es ist so, dass das Vorhofflimmern oder eine andere organische Herzerkrankung den Vorhof so verändert hat, dass im Vorhofgewebe außerhalb der Lungenvene sich Vorhofflimmern auch verselbstständigen kann, perpetuieren kann, wie wir dazu sagen. Können Sie das auch erreichen durch so eine Ablation? Das können wir auch. Das ist dann noch aufwendiger, machen wir in der Regel nicht im ersten Schritt, nicht bei der ersten Prozedur, sondern dann oft erst bei der Folgeprozedur, dass wir das Gewebe genau untersuchen, nach Leitfähigkeit, nach Voltage, also Amplitude der elektrischen Aktivität. Und daraus können wir zumindest indirekt Schlüsse ziehen, wie gesund oder krank das Gewebe an bestimmten Stellen ist. Mhm. Und krankes Gewebe können wir dann auch außerhalb der Lungenvene durch solche Linien isolieren oder zumindest versuchen zu isolieren. Ja, kann das sein, dass dann bei dieser zweiten Methode, wo man so punktuell im größeren Bereich vorgeht, dass dann nochmal eine Nachoperation nötig sein könnte? Ja, also es gibt, wir wissen aus der Statistik, dass wir jeden Patienten ca. 1,6 Mal applaudieren müssen. Das ist der statistische Wert. Und es gibt Patienten, die nach der ersten Prozedur über Jahre oder dauerhaft tatsächlich frei sind von Vorhofflimmern. Und es gibt Patienten, die müssen 4 oder 5 Mal tatsächlich applaudiert werden. Gutes in Hamburg auch bekanntes Beispiel ist Professor Meinertz bekanntermaßen, der eben auch Vorhofflimmern hatte und sehr darunter gelitten hat, der 4-mal nach Bordeaux geflogen ist zu dem Erstbeschreiber der Vorhofflimmerablation und dann nach dem 4. Mal erst wirklich seinen Vorhofflimmern kuriert hatte. Und danach ist das dann, wenn das Vorhofflimmern beseitigt ist, was bessert sich dadurch für den Patienten? Das kommt darauf an, was er vorher für eine Indikation hatte. Mhm. Es gibt ja die zwei Patientengruppen, was die Indikation angeht. Symptomatisches Vorhofflimmern, also Vorhofflimmern, was zu starken Beschwerden führt und nicht mit Medikamenten unterdrückt werden kann. Oder eben Vorhofflimmern, das zur Herzschwäche führt. Symptomatisches Vorhofflimmern, da ist es oft so für den Patienten ein sofort spürbarer Effekt, dass das Vorhofflimmern eben nicht mehr kommt. Und diese Situationen, diese Phasen, in denen er nicht mehr Sport treiben kann, nicht mehr arbeiten gehen kann, die sind dann weg. Er kann wieder eine ganz normale Lebensführung betreiben, hat normale Lebensqualität. Das betrifft eben vor allem die jungen Patienten mit sogenanntem paroxysmalem Vorhofflimmern, also anfallsweise auftretendem Vorhofflimmern. Die andere Gruppe, die Patienten, die eben eine Herzschwäche haben und Vorhofflimmern, werden den Effekt oft nicht sofort merken, sondern werden das über die kommenden Wochen und Monate feststellen, dass die Leistungsfähigkeit sich langsam wieder steigert und langsam normalisiert. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.